Hallo, hier ist die Petra von Petras Bastelnews und heute zeige ich mal die neuen lustigen Rudis, die du auf einem Weihnachtsbaum hängen könntest. So, ich nehme jetzt erstmal ein bisschen Weiß und eine Grau. Heute zeige ich euch einmal, wie man Grauen ummalt. Und mache jetzt erstmal da außenrum das Grau. Nehmen wir wieder ein bisschen Weiß dazu, dass er nicht gar so dunkel wird. Dann brauchen wir da auch nicht bei den Augen nicht so aufpassen. Bei der Nase, die habt ihr nochmal extra. Es sind immer 10 Rudis im Set. Also so könnt ihr euch ganz viele lustige Rudis basteln. So, dann nehmen wir ein bisschen Schwarz dazu zu unserem Grau. Dann können wir den nämlich da ein bisschen schattieren. Jetzt immer von außen nach innen schattieren und mit ganz wenig Farb, dann geht es super. So, dann machen wir da noch ein dunkles Bäckler her und da herüber auch. Dann wir noch mal ein bisschen Weiß dazu nehmen, dann können wir da noch mal ein bisschen drüber. So. Oben zwischen messen wir noch mal ein bisschen zwischen die Augen. So, dann können wir gleich unsere Haare, die machen wir jetzt einmal dunkel. Braucht es nur so ein bisschen so gefranzig da reinmalen. Braucht es jetzt nicht so aufpassen, weil die Haare sind ja nicht alle gleich lang. So, jetzt hat die Augen, könnt ihr jetzt auch mit dem Posca-Stift ausmalen, wenn es wollt. Ja. Oder eben mit der Acrylfarbe, was ihr gerade da habt. Wir machen es jetzt heute einmal mit dem Posca, dass wir was zeigen, was die Kleinen auch machen können. Ihr könnt euch jetzt Chidi am Fenster vertreiben. Und für den Christbaum lauter lustige Rudis. Jetzt brauchen wir noch die Nase, die machen wir da auf das Amranda Rot. Ja. Einmal ringsrum. Und dann den ganze Nase einmal rot. Und jetzt ein kleiner Pinsel. So. Wenn ihr jetzt wollt, könnt ihr auch nochmal einen kleinen Touch grün dazu oder ihr habt ein Weinrot zum Beispiel, dann könnt ihr auch da so ein bisschen einen Schatten noch reinmachen. So. Na, das habt ihr schon davor. Dann machen wir den Rudi jetzt dabei seine Augen, dann kann es noch ein bisschen trocknen. Machen wir jetzt einmal blaue Augen. Ich mache da ein bisschen dunkelblau am Rand. Und dann innen rein könnt ihr ein bisschen hellblau. Das könnt ihr jetzt auch mit den Aquarellbuntstiften zum Beispiel gut machen. Ihr könnt auch die ganzen Teile mit den Buntstiften auch bemalen. Wenn jetzt die Kinder ganz klar sind, dann kauft ihr einer so Aquarellbuntstifte dazu. Dann könnt ihr das super machen. Machen wir jetzt einen Augenpunkt rein, einen weißen Posca dazu gekauft und schon geht's los hier. So, jetzt haben wir mal unsere Sachen alle fertig. Wenn ihr jetzt wollt, können wir die Konturen noch mal ein bisschen nachgehen, dass man das dann noch ein bisschen schöner sieht. So, da noch mal ein bisschen. Ja, da braucht man eigentlich nicht so viel machen. Aber das kann man jetzt zum Beispiel mit dem Buntstift auch ganz super nachfahren. Ja? Wenn ihr so feine Sachen habt, da könnt ihr auch immer mal einen Buntstift, so einen Aquarellbuntstift nehmen, da geht das auch super. So, jetzt muss ich noch schnell meinen Pinsel noch retten. Ich habe das Ganze jetzt schon mal vorbereitet und zwar trennt ihr jetzt da die Stege noch durch. So. Einmal rechts, einmal links, sodass ihr die Teile einzeln habt. Bei den Ohren, da gibt es immer so eine gravierte Linie. Dann wird das rechts und links gemacht. Ich habe das Ganze jetzt mal in Braun vorbereitet, dass ich euch sagen kann, wie das kleben muss. Dann ist das nämlich schon trocken. Damit kommen die Sachen her. Dann geht es hier, jetzt ein bisschen einen Heißkleber nehmen, macht es da die Ohren. Einen darüber. Und den anderen auf die andere Seite. So ganz wenig Kleber nur drauf. Und dann packen wir unser Näsler. Das
packen wir jetzt auch gleich schnell mit Heißkleber drauf. Das könntest du natürlich mit den Bastelkleber auch alles kleben. Aber müssen wir es halt ein bisschen liegen lassen. Genau. So, jetzt können wir schauen, dass wir schön mittig sind. Und dann werden wir hinten, da müsst ihr jetzt darauf achten, dass das Loch, heute halt, ist gar nicht oben hinten, das geht ja gar nicht. Eieiei. Man muss jetzt nur schnell malen, hilft alles nichts. Also jetzt das hinten einmal bemalen. Weil sonst, da kommen wir nachher dann nicht mehr hin. Und wenn sie die umdrehen, dann schauen die blöd aus. Das machen wir jetzt nicht. Machen wir jetzt nur ein bisschen hellbraun drauf. Und wenn es wollt, könnt ihr auch hinten noch ein paar Horn aufmachen. So, zack, zack, zack. Das ist ein bisschen struppiger. Machen wir uns den Heißkleber noch ein bisschen weg. So. Und dann müsst ihr jetzt aufpassen, dass das Geweih und das, Loch. Und das Loch reinpasst. Ja? Schauen wir mal, ob das schon funktioniert. So. Und schon ist unser Rudi fertig. Und wenn ihr die jetzt für den Strohhalm machen wollt, so ganz lustige wie unsere Schneemänner, dann macht es hinten rechts und links ein bisschen einen Pilz drauf. Das zeigen wir euch auch im Schneemann-Video nochmal, wie man das macht. Und dann könnt ihr es auch für euer Weihnachtsgetränk jetzt zum Beispiel zum Dekorieren nehmen. Dann wünschen wir euch viel Spaß beim Basteln. Die Petra.